So, Dali. Dali, so. Schönen guten, was auch immer. Hier in unserer kleinen, lauschigen, gemütlichen Knisterfalle. Der knistert so schön. So, und ich habe mir für heute mal was anderes vorgenommen. Wir haben ja die letzte Zeit viel gemacht. Hier Bau, Titan. So getan, als ob man was tut. Und deswegen dachte ich mir, gehen wir mal wieder ein bisschen in die Welt hinaus. Wir können ja mal die Wüste durchqueren. War jetzt so der erste Gedanke. Und uns dann darüber freuen, dass wir die Wüste durchquert haben. Dann machen wir das doch einfach mal. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, wir haben Musik, wie immer, freundlicherweise gefunden bei jamendo.com. In diesem Fall ist es Radio Noiseville. So heißt die Gruppe, der Artist, der Künstler, das Ding, was die Musik hier für uns produziert, mit dem Album City of the Phantoms. Aus dem Jahre 2008, Mann, wie viel Informationen doch in so einem ID3-Tag drinstecken kann. Spielzeit des Albums sind 40 Minuten, also das heißt, wir haben 40 Minuten Spaß und Freude. Schlangen. Was sind hier? Oh, Baby-Emus. Strauße. Die ist ja cool. Ja, die sehen ja vielleicht aus. So. Ja, da weiß ich wieder nicht, was ist das Vieh und was ist... Aber warum kommen die in der Wüste vor? Also so ganz authentisch ist das ja nicht hier. Da muss ich ja doch mal mich beschweren gehen. So. Jenseits der Wüste heißt unser Ziel, weil da waren wir noch nie. Hier wieder mit Grafikfehler. Respektive nicht mit Grafikfehler, sondern mit Shader-Schwächen. Aber, ja, kann ja alles nicht so schlimm sein, weil wir können ja noch spielen und die Framerate ist auch stabil. Jedenfalls meistens. Und wenn nicht, dann ist es auch so. Ha, da hat der doch glatt mal hier noch umgerechnet. Bis so auf so ein, zwei Stellen. Es klingt schon sehr bedrohlich. Geil. Stecken Kopf in Sand. Schmetzel euch alle. Nein, euch metzel ich nicht. Das sind Haie. Das ist ja toll. Ja, 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 ja. So, und ich hoffe dann auch, demnächst noch etwas mehr Let's Play zu machen, weil für all die, die es interessiert, die Ankündigung für diese Woche ist, gibt keinen Cast. Morgen Abend kommen Möbel und oder heute Abend, je nachdem, wann ihr das wieder, ach, oder gestern Abend, je nachdem, ne? Ihr wisst das ja. Man weiß es ja immer nicht so genau, wie das so ist. Wie es so ist. Wüste macht definitiv hungrig. So viel sind wir uns auch schon bewusst. Außerdem geht es ja hier tief hinein in eine unerkundete Höhle. Soll es natürlich nicht aufhalten. Ah ja. Schon wieder raus. Ganz viel Kohle. Das war's. Also gibt's hier drin nur Kohle. Also fahren wir mal Kohle. Aber keine Monster. Richtig Schwein gehabt. Jetzt hätte hier auch so ein Zombie, Creeper, whatever rumlungern können. Aber nee. Wir haben Glück gehabt. So.
Außerdem freut es mich immer noch, dass einige Leute immer noch nicht alle Folgen gesehen haben, die denn so alte Folgen sehen und lustige Dinge entdecken. Vor kurzem Minute 40. Blödsinn. Nicht in Minute 40, sondern im Let's Play Nummer 42, 43, keine Ahnung. Guckt alle 40er durch, da ist ein Kommentar dazu gekommen, da schrieb einer LOL mit einer Uhrzeit. Also mit einer Abspielzeit. Sehr zu empfehlen anscheinend die Stelle. Ich hab mich ja wie immer geärgert. Also es ist vor allem für die Leute wahrscheinlich komisch, die von Anfang an seit der ersten Folge dieses Let's Plays dabei sind. Meine vielen zigtausend Abonnenten werden es wissen. Also ich meine natürlich die 23, die es gibt und den anderen zigtausend Bescheid sagen. Ja, ja, ja. So ist das. So, hier nochmal ein Lämpchen hin. So, hier geht's ja wieder raus. Ach, interessant. Ich war doch schon übers Wasser gegangen. Ich bin gerade etwas verwirrt aufgrund der Himmelsrichtung. Aber es wird auch Nacht, also das heißt, wir werden diesmal auch nachts draußen unterwegs sein. In Hoffnung, dass uns nichts in den Hintern beißt. Das ist ja sowieso immer die größte Sorge eines Minecrafters. Hinternbiss. Außerdem ist mir aufgefallen, es gibt ja noch viel. Es gibt ja noch so viel, was wir machen müssen. Wir waren ja noch gar nicht am Ende, ist mir so aufgefallen. Warum auch immer, ne? Zusammenhänge mit anderen. Let's Plays sind unabsichtlich und keinesfalls gewollt. Alles nur reiner Zufall. Außerdem ist es schon wieder schweinewarm hier, fällt mir gerade auf. Mein Rechner heizt so gut. Ich werde diesen Winter nicht frieren. Na gut, war ich den letzten Winter auch schon nicht, als der Rechner lief. Macht immer so lauschig warme Füße. Nur im Hochsommer macht das nicht so viel Spaß, weil aus lauschig warmen Füßen werden eklig stinkende, klebende Füße. Zumindest wenn sie dann gleichzeitig noch in Schuhen stecken. Was meine Karten noch tun. So. Aber genug über meine Füße, reden wir lieber über Zalando. Die etwas für all jene haben, die was auf dem Fuß brauchen. Oder reden wir doch einfach mal eine Runde über Zalando. Die neuen von RTL, ich glaube es war RTL, ne? Identifizierten Ausbeuter der Neuzeit. Ja. Nachdem es die Paketdienstleister ganz hart getroffen hat, bis auf einen, der dann in der Sendung auch sagen durfte, nee, war alles nicht so gemeint. Ja, das ist ein Werwolf. Die kann man bekanntlich nicht töten. Ich bin da mal weg. Ha, hier waren wir schon. Autsch. Hier waren wir auch schon. Autsch. Nein. Verdammte Axt. Ja. So, mir reicht's. Wenn ihr da draußen mit mir nicht freundlich umgeht, ich halt rein. Bah! Wenn man hier schon ausgeleuchtete Höhlen hat, dann geht man da auch hin. Ich dachte wieder, wir sind hier noch nie gewesen, aber wir waren hier schon mal. Das ist bestimmt 20 Folgen schon wieder her. Es gilt langsam so, uns auch nochmal auszubreiten und einen zweiten Standort aufzubauen, vielleicht sogar.
irgendwie so den nächsten Unterschlupf so quasi zu generieren, den man ja so gerne hätte. Und ich weiß auch nicht, warum ich gerade so viel Cobblestone generiere, aber ich wollte einfach der Natürlichkeit dieses Höhlenverlaufes entgegenwirken. Glaube ich. Ah, da oben ist ein Skelett. Ei. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt doch was vor, oder? Boah. Das sieht doch sehr vielversprechend aus. Muss ich ja mal sagen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir gleich eine Spinne auf den Kopf fällt. Da sehe ich sie schon wieder. Die Pilze. Nee, ich dachte ehrlich gesagt, es wäre eine Spinne, aber die sind hier auch irgendwo. Ich höre sie doch. So hier die Richtung. Was haben wir hier wieder? Immer so ein blöden Wasserverlauf. Nehmen wir mal hier lieber, ja, Kohle aus der Hand. Achso, siehst du, wir haben noch zwei Fackeln. Können wir gleich mal ein paar Fackeln wieder machen, oder? Wäre sinnvoll. So. Sehr schön. Kabels haben wir jetzt auch vorne. Das heißt, wir haben jetzt hier so die Möglichkeit, uns einfach mal drüber zu bauen. Und Wasserläufe sind sowieso mal doof, deswegen machen wir den gleich mal kaputt hier. So. Und da reingucken tun wir auch mal. Wir sind ja ganz wagemutig. Das waren wir schon immer. Die wagemutigsten unter den Angsthasen. Aber eigentlich habe ich ja hier nur dieses schöne, schöne, schöne Eisen entdeckt. Und wie ich nicht müde werde zu betonen, in jeder einzelnen Folge. Wir brauchen es. Das Eisen. Gegen das Wasser anschwimmen ist immer doof. Da oben killen die sich gegenseitig irgendwie, ne? Das klingt jetzt nicht so besonders freundlich, was die da miteinander anfangen. Die Mistviecher. Ich glaube, wir haben nur ein Dead End. Ja, wir haben ein Dead End. Das ist hier wieder auf. Da sind sie. Da sind sie. Die scheiß Spinnen. Das ist ein bisschen ineffektiv. Jetzt irgendwie stark nach Spinnenspawn, oder? Hm. Ich jetzt mal kontrolliert hin, ja. Das sieht gut aus. Ne? Spinnspawner sind böse. So, was finden wir jetzt hier? Ein Ei mal wieder. Ein bisschen
Weizen und eine Kiste. Die Kiste ist nicht zu vernachlässigen. Die nehmen wir auch mal mit. Also ein Mini-Dungeon. Damit ist auch schon wieder entdeckt. Ich glaube, wir haben das nächste weitläufige Höhlensystem System entdeckt. Aber gut, ein bisschen ausgeleuchtet haben wir, muss reichen. Das Eisen hier aus der Wand. Also ich würde mal sagen, wir sind jetzt damit gut dabei, die Hauptaspekte, also einen der wesentlichen Aspekte des Spiels Minecraft, mehr und mehr in den Fokus zu rücken. Die Mine. Das Crafting vielleicht sogar auch, aber primär erstmal die Mine, würde ich sagen. Wenn ich jetzt so an die letzten Folgen denke. Da ist der Fokus schon leicht minenlastig. Muss man ja mal so auch sich auf der Zunge ein Stückchen von abschneiden. Ah, so, und jetzt sind wir einmal rum. So, und was ist jetzt hier? Mein Gott, ist das eine Höhle hier wieder. Echt übersichtlich. Muss ich ja mal sagen. Ja. Hi! So, warum wir die töten, wissen wir alle. Es geht ja wie immer noch um die Werwolf-Plage, die uns hier... So... plagt. Ja. Na komm mit. So. Ich höre den Regen, das heißt, wir sind schon wieder näher unter der Oberfläche. Nichtsdestotrotz haben wir doch nur ein Dead End. Das heißt, wir können jetzt von hinten nach vorne uns mal die Rohstoffe einverleiben, die es hier so in der Höhle einverleibensweise gibt. So. Ein bisschen so. Rohstoffe. Ah, da waren welche. Man will ja auch nichts verpassen, ne? Man will ja auch kein Futzelchen Eisen, Kohle oder sonstigen Krempel in der Wand lassen. Das ist ja dann gleich wieder so mit Minute XY wird bla blub liegen lassen. So. Ich hab's ja gleich zu Anfang gesagt, morgen gibt es keinen Cast, also den 1.8. Wieder erwarten gibt es am 2.8. auch keinen Cast, am 3.8. auch nicht. Am 4.8. auch nicht. Am 5.8. auch nicht. Und da muss ich anfangen zu rechnen. Aber den Mittwoch drauf. Der Ente-8. wird wieder Cast sein. Vielleicht dann schon mit einer kleinen, aber feinen Überraschung. Vielleicht auch diesmal ganz interessant für die Let's Play-Zuschauer. Die ja im Allgemeinen oder... bei mir im Besonderen sehr deckungsgleich mit den Zuschauern des Casts sind. Aber so viel ist halt schon mal angekündigt. Es gibt eine Überraschung. Vielleicht, unter Umständen. Wenn es sie nicht gibt, dann habe ich mich, also ganz politikerleid, werde ich mich dann auf den Standpunkt zurückziehen. Was interessiert mich mein Gebäsch von gestern? Irgendwann gibt es ihn. Den Moment. Der
Der Stille, der Ruhe. Nein. Das ist ein besonderer Moment, in dem alles an einem Punkt und so. Also gibt es bestimmt. Habe ich schon mal von gehört. Andere hatten sowas. Habe ich da schon wieder die. Mann, ist hier aber auch ein Kohlefeld gerade. Ist ja zum Mäusemelken. Kommst ja gar nicht mehr drauf klar, ey. Mann. Alles hier voll mit dem Scheiß. Ja. Muss hier nochmal tiefer gehen. Och, da ist noch mehr davon. Wow. So. Da haben wir es endlich. Nee, doch nicht ganz. So. Jetzt ist das Inventar schon wieder voll mit dem ganzen Rotz hier. Da ist die Feder da. Feder brauchen wir eh nicht. Jetzt, wo wir wissen, wo wir es herkriegen, brauchen wir sie nicht mehr. Ist aber auch eher meditative Entspannungsmusik, oder? Findet ihr nicht auch? Da hatten wir schon wesentlich chilligeres am Werk. Aber es passt natürlich jetzt auch wieder zu dem, was ich gerade tue. Also zur Höhle passt es wieder wunderbar. Obwohl ich ja eigentlich ein bisschen draußen rumlaufen wollte, dann habe ich diese Höhle gefunden. Diese Höhle ist so schön. Die hat so viele Ressourcen, wisst ihr? Schau mal, hier ist schon wieder Eisen. Mann. Das Tolle ist wieder, wir werden sie gar nicht komplett erkunden können, bevor unser Inventar voll ist. Das könnte man... Uiuiuiuiuiuiuiui. Was ist das? Ja, ja, schon wieder. Ach, mein Gott. Schon wieder eine Schatzspinne. Und nur eine? Ja. Und hier jetzt schon wieder für sorgen, dass das alles so bleibt, wie es ist und hier so schön runterlatschen kann, ne? Machen wir einfach mal. Das ist so immer das Beste, wenn man irgendwo runterlatschen kann. Haben schon die nächste Ebene angepiekt. Mit ganz viel Zeug drin. Ah, jetzt sind wir hier schon wieder. Ist auch noch was? Ist auch noch was? Oh, da ist auch noch was. Es lohnt sich manchmal, ein paar Klötzchen mehr rauszunehmen. Auch das letzte Quäntchen an Ressourcen aus so einer Höhle hier rauszuziehen. So, jetzt kam ich von da unten, ne? Ja. Hier. So, 34. Da können wir noch einiges von mitnehmen. Auch Kohle haben wir noch ein bisschen Platz für. Was lecker zu trinken nebenbei. Ich nehme mir immer so viel vor. Ich denke immer, dann könntest du ja mal darüber was sagen. Und was sagen darüber. Und am Ende rede ich doch nur über die Klötzchen, die ich abbaue. Aber so eingeschränkt ist manchmal das Sichtfeld eines Minecraftes. Da ist ja Gunpowder. Immer wieder durchbrochen von der Erkenntnis, dass irgendwo irgendwas rumliegt. Oh, da ist ja Kakaobohnen. Samen. Pilz. Knochen. So. Nehmen wir mal mit. Uiuiuiuiuiui. Oh, da ist ja XY. So, jetzt habe ich alle Hacken, die ich bei hatte, schon. Holzspitzhacke. Super.
ein Blödsinn. Wer braucht den Scheiß? So. Können wir hier auch mal ohne Spitzhacke noch ein bisschen rumleuchten. Und uns wieder verpissen. Leuchten. Oh, ist ja auch schon wieder riesig und da ist ein Creeper. Na, na, na. Na, na, na. Hier sind wir durchgebrochen noch irgendwo. Wo war denn das? Ja, das ist hier, wo wir am Anfang waren. Das ist unser Aufgang in die Zwischenebene. Ach, hier. Ich werde ihn einfach mal sichern. Und etwas sichtbarer machen, dass hier ein Aufgang existiert. Dämlicher Zombie. So. Weil eigentlich war ich ja hier auf dem Weg zurück, als ich das entdeckt habe. Naja, scheiß drauf. Bauen wir uns ein bisschen neues Werkzeug hin. Könnte ja sonst nichts. Zack, zack. Zap, zap. Ja, der kann da stehen bleiben. Nichts zu tun haben. Dem Creeper. Jetzt geht's aber ab hier mit der Mucke. Gut, so viel zu. Ich lasse den Crafting Table da mal eben stehen. Der Plan hat sich jetzt nicht so ganz als erfüllbar herausgestellt. Dank des Zischgeräuschs, was uns wieder mal im Rücken überrascht hat. Diesmal habe ich wenigstens reagiert. Ich bin weggelaufen. Also wenn ich da noch ein paar Let's Plays zurückdenke, da wäre ich einfach explodiert. Aber ja, die Phobien werden geschürt von diesem Spiel. Vor allem die Phobien vor kleinen zischenden Viechern, die nur einen Fuß haben. Das Geräusch einer Mücke mitverarbeitet. Das finde ich aber echt unfair. Klingt so ein bisschen so, ne? Das ist ein Mückengeräusch mit drin. Aber das kommt schon wieder aus dem Spiel und ich weiß noch nicht, dass es das gibt. Aber ja, ich bleibe bei meiner Aussagenerkenntnis, dass wir schon mal freundlichere Musik hatten. Klingt jetzt doch sehr dark. Jetzt eher so zu der Alice in Wonderland, also zu der düsteren Computerumsetzung passen. Als zu so etwas freundlich-fröhlichem wie das, wie dem, was wir hier jetzt gerade machen. Durch dunkle Höhlen wandern mit explodierenden Viechern. Ist ja jetzt doch nicht so unfreundlich, wie es sich auf den ersten Moment anhören mag. Eigentlich. Haben wir schon wieder Scheiße, die wir hier mal loswerden könnten? Wir könnten mal das Brot essen. Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Das wäre total schlau. So. Brot gegessen haben, da es nicht reicht, werden wir dann gleich mal was anderes essen. Wenn wir hier oben ein bisschen rumgeleuchtet haben. Ui, da geht's ja hoch. Ding, 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 ding. So. Ja, dann ziehen wir uns noch ein bisschen Melone rein. Man gehört ja sonst nichts.
sehe, die letzten 10 Minuten haben schon wieder angebrochen. Sind schon wieder angebrochen. Haben schon wieder angebrochen. Danke, Gehirn. So. Ha, ha, ha. So einen Knochen kann ich leider nicht mitnehmen. Aber ich kann hier hoch. Ist das Ding hier in der Ecke einfach nur gespawnt, ey? Ist das ein Rotz? Ein Rotz von einem Vieh. Von einem Rotz. Vieh. So, hier haben wir alles ausgeleuchtet. Und hinten machen wir noch nicht. Guck gleich eine Ratte an. Diese Ratten hier. Tag ein, Tag aus, immer noch Ratten. Aber klingt jetzt doch nicht so völkerverständigungsmäßig. Muss ich ja doch mal zugeben. Das ist viel zu die gewisse unterschwellige Fröhlichkeit. Es ist mehr so alles Moll und My life is a zombie. Mäßig. Rotzfieder. Ja. Zack. Ha, das war keine Ratte, das war eine Maus. Erkennt man daran, dass wenn man es erschlägt, da Samen rausfallen und keine Kohle. Hui, ein Skorpion. Gleich anzubrennen, wenn er mich angreifen möchte. Weitere Variante der Höhlenspinne, ne? Von Drops her. Also Moe Creatures haben zwar echt Moe Creatures, aber Moe Items haben sie nicht geschafft dabei. Muss ich ja jetzt doch mal so feststellen. Ne? Das ist ja doch immer etwas eintönig. Na gut, also dadurch, dass sie es nicht getan haben, kann man auch, wenn das Mod mal wieder nicht funktioniert, weil die nächste Minecraft-Version draußen ist, was ja jetzt doch schon wieder sehr lange nicht passiert ist. Aber ja, es war jetzt mal nötig. Irgendwann mussten sie den Code mal aufräumen und ich hoffe, da sind sie gerade kräftig dabei. So, dass es dann alles gleich funktioniert, wenn die nächste Version rauskommt. Naja. Zumindest gehen wir diesmal vom dritten Patch-Level aus, bevor wir wieder davon ausgehen müssen, dass nichts funktioniert. Ach, ich hatte noch Fackeln. Hm. Okay, ich hatte noch Fackeln. Ja, so kann man sich irren. Siehst du, ich wollte ja auch mal so ein Asterisk-Special machen. Das wäre Let's Linux. Let's Linux. Oder so könnte man das nennen. Ah, ich habe zu Hause so viele Kisten. Pfeile. Ah, nee, nicht Pfeile. Rottenflash. Kohle haben wir schon wieder richtig viel. Das gefällt mir. Vor kurzem jetzt nicht so mit so einer Menge. Ach doch, wir sind ja immer mit einer Menge Kohle und auch Eisenerz verreckt. Ist gar nicht so lange her. Ich öffne diese
Aussparung hier noch ein bisschen weiter und leucht sie noch ein wenig aus. Weil wir uns ja vorgenommen haben, alles immer super auszuleuchten. So gut, von dieser Abmachung habt ihr nicht so viel mitbekommen, aber das war so ein internes Ding. So. Ich weiß nicht, ob wir die Höhle bis in den letzten Winkel jetzt gerade erkundet haben. Aber wir sind schon relativ weit gekommen und ich schätze mal, das ist der Weg zum Ausgang. Genau, da haben wir abgebaut. Haben wir auch? Nee. Okay. Also ich habe noch 4 Minuten 35 Sekunden, um den Ausgang zu finden. Ihr könnt ja jetzt wetten, abschließen, ob ich das schaffe oder nicht. Ob ich den Ausgang zu dieser Höhle wiederfinde. So, das war hier so. Dann kann man hier so vorbei und dann kann man hier doch wieder hin. So, und hier waren wir irgendwo am Eingang. Genau, hier waren wir am Eingang. Eisen. Das nehmen wir mal mit. Das lassen wir nicht ungenutzt hier rumliegen. Ja, noch schöner Eisen hier liegen lassen. Schöne Material. Liegt hier nur dämlich rum. Auch doof. So, jetzt habe ich schon wieder nichts mehr. Hey, was ist weniger mehr? Eimer weg. Auch schon relativ viele von. Genau. Haha, das war nämlich nur ein Arm der Höhle. So sieht's aus. Der Arm geradeaus rüber. War das. Und da ist nun der Mauer. Können wir uns den ja jetzt mal richtig erschließen. Wäre ja voll die Maßnahme, ne? So fürs nächste Mal, wenn wir wieder hierher gehen. Also dieses Höhlensystem ist ja bei weitem nicht so erkundet wie unser übliches. Und auch hier werden wir uns die Verbindung zu dem anderen suchen. Zur Not werden halt mal eben 100 Klötzchen so in die tiefe Länge, Breite irgendwas gegraben. Das klingt jetzt nicht gerade wenig versprechend, sondern eher vielversprechend, als ob draußen gerade Tag wäre. Das heißt, wir hätten ja auch eine reelle Chance, wenn es nicht gleich anfängt wieder zu zirpen. Ach, hier ist auch noch Eisen. Zu unserem Haupthaus, man jetzt auch liebevoll Haupthöhle nennen könnte. Hallo? Na toll. Ja, quack. Zurückzukehren. Zurückzufinden. Zurückzulaufen. Zurück zu whatever. Wäre total toll, ne? So tuffig wäre es doch. Alles hier so offen stehen lassen. So. Ach, hier ist noch düster. Machen wir da mal noch. Ja, da ist wieder ein Emu-Ding. So, da waren wir jetzt drin in der Höhle. Und oh, ich habe kaum noch Zeit, um zurückzulatschen. Ist die Musik wieder alle. Aber ist jetzt auch nicht so weit. Wenn ich jetzt noch geschickt hüpfe, werdet ihr sehen, wie nah wir eigentlich sind. Wie nah wir zu Hause sind. Es wirkt jetzt anders, weil wir ja jetzt so total weit laufen müssen. Aber eigentlich sind wir total nah. Wir wollten auch noch Hunde tamen. Fällt mir dabei wieder ein. Kann man auch Straußen tamen eigentlich? Uah. Noch eine Höhle. Gänzlich unerforschter Canyon. Und ein kleiner, so wie es aussieht. Ah, so ganz unerforscht kann er nicht sein. Wir waren hier überall schon mal so in den wirklichen Höhlen waren wir immer schon mal wieder drin.
So, da hört ihr's. Die Musik ist aus und vorbei. Am Ende wurde aufgelegt, das waren eigentlich nur alles Telefonstörgeräusche. Aber, hui. Ja, wie das so ist mit Telefonstörgeräuschen. Die gibt es halt manchmal und dann gibt es sie wieder nicht. Und dann sind sie halt auch irgendwann einfach mal vorbei. So, willkommen im Sumpfbiom. Direkt neben dem, was wir Zuhause nennen. Angeschlossen. Jetzt laufen wir hier so ein bisschen an der Küste. Aus der Küste hier könnte man so richtig viel machen. Da könnten wir doch mal eine Küstenstraße anlegen. Oh, ich habe so viel gerannt, da habe ich so viel Hunger. Ich wollte erstmal ein bisschen Melonen mampfen. Lecker Melone. So. Und da haben wir es geschafft. Sind zurück am Haus, sind am Lager sogar schon. Mann. Ach. Oh, doch ein Stück weiter weg, als ich dachte. Ich dachte, wir sind dann gleich da hinter der Wüste. Aber nein, dem war nicht so. Wir waren doch weit weg. Weit, weit weg waren wir. Und zwar, siehst du mal, das könnte ich mir ja auch gleich noch hier machen. Ne? Nur, dass es weh ist. Gut, ja, dann packen wir das mal in unsere neu angelegte Rüstungskiste. Zufälligerweise habe ich da gerade eine von. Kakaobohnen, Truhen. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Sortiert wird offline. Ihr seht ja, es hat sich gelohnt, unser kleiner Ausflug. Das knisternde Kaminfeuer zum Schluss. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl und freue mich darüber, wenn es euch auch Freude bereitet hat. In diesem oder einem anderen. Jetzt kommt's hin. Bye, bye.